Servus zusammen, ganz heiße Kiste hier. Wir haben Mittwoch, den 22. März. Und was haben wir denn? 17:51 Uhr. Ich glaube, um 19:30 Uhr. Wir haben ja Zeitverschiebung. Ist immer ein bisschen verwirrend. Tag, die fährt, beziehungsweise wird sowas bekannt geben. Das wird noch super spannend. Aber der Chart an sich, der Markt überhaupt, ist auch super spannend. Letzte Woche, das ist keine 6 Tage her, ja, dann waren wir irgendwo hier oben. Er hat gesagt, die 14.500, das ist die hier. Die muss aber schon mal halten. Das ist auf LinkedIn, habe ich das auch geschrieben. Die ist eine Unterstützung. Da waren wir noch hier oben irgendwo. Wir sind ein bisschen weiter runtergegangen. Das soll jetzt nicht nach Selbstlob stinken, aber dafür sind eben diese Linien da. Die helfen einem. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind vom, was haben wir denn heute? Dann haben wir Mittwoch, vom Montag bis heute ziemlich genau zur 20-Tage-Linie. Und diesem, ich mache es gleich größer und drösel es mir auf, und diesem Widerstand hier gegangen bei der, wo sind meine, da also doch, bei der, wo war denn das nochmal? Hier, jetzt muss ich mal schauen, 15.272 bei diesem Widerstand hier. Da sind wir. Wir sind positiv über das MACD. Wir sind positiv über die Stochastik. Wir sind weit weg von der 200-Tage-Linie. Das Ding ist die 20-Tage-Linie. Und da sind wir dran gelaufen. Das ist so oft, so Hämmer sieht man relativ selten. Ja, aber die Bewegungen, die Art und Weise, die 300, 400 Punkte, wie das Ding hierher hin und her geschmissen wurde, das war schon heftig. Wie auch immer, das obere Band geht ein bisschen runter. Das untere verliert aber noch. Das sieht für mich fast so aus, als ob beide ein bisschen zusammengehen, aber einfach eine Down-Richtung haben. Also Aufsicht des Tages, muss ich sagen, damit werden wir uns auf jeden Fall beschäftigen. So einfach geht er da nicht drüber. Vor allen Dingen, wir haben jetzt heute, ja, das ist kein Doji, das ist kein Shooting Star. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist keine schöne Kerze. Also mir gefällt die nicht so. Übers 20-Tage-Linie, dann drunter, das Gap von gestern geschlossen. Ich weiß es nicht, mir gefällt es nicht so, muss ich sagen. Also mir gefällt es dahingehend nicht, dass ich mich hier nicht festlegen kann für eine eindeutige Meinung. Gucken wir mal auf die 4 Stunden. Dann wird es nämlich ein bisschen deutlicher. So, und jetzt guckt mal hier. Das hier, diese graue Linie, ist der 200er gleitende Durchschnitt im 4-Stunden-Chart. Eins, zwei, dreimal sind wir drüber gegangen, haben drunter geschlossen. Wir sind unterhalb von eben dem angesprochenen 15.272. Wir gelten daran als gescheitert. Und an der 200-Tage-Linie. Und am oberen Band. Das 4-Stunden-MACD, das hört auf, das ist nämlich, das ist sehr undankbar, heute einen Film zu machen, um 20 Uhr, ist aber momentan negativ. Lang, kurz, kurz. Stochastik ist noch nicht ganz negativ, aber nicht vertrauenserweckend, muss ich ganz klar sagen. Hier sieht es also fast so aus, als ob wir den 20er gleitenden Durchschnitt hier unten wiedersehen. Also, das ist echt irre. Dann jetzt gucken wir mal auf die Stunde, ob die das ein bisschen löst, das Rätsel. Ganz merkwürdig. Hier ist es so, die Bänder, die hier breit waren, überall sehr breit waren, sind super eng. Auch hier spielt der 200er gleitende Durchschnitt auf Stundensicht eine Rolle. Wir waren ein bisschen drüber, sind wieder drunter. Hier ist der Widerstand, den ich sprach, von dem ich sprach, diese 15.272, was auch in etwa die 20-Tage-Linie ist. Fette Bewegung, ja? Also es sind dann 700 Punkte hoch, fette Bewegung nach oben und jetzt hängen wir hier rum. Wir sind negativ über das MACD, wir sind negativ über die Stochastik. Ich muss davon ausgehen, wenn wir dieses kleine Unterstützungsniveau finden, hier 1, 2, 3, wenn wir da drunter gehen, 15.166, dann holt er sich auch die 15.000 wieder. Ah, das ist eine undankbare Aufgabe, das zu machen. Also das gefällt mir jetzt gar nicht hier. Ich hätte bis morgen früh warten sollen, aber nee. Nein, nein, das gehört es nicht so. Ich stehe dazu, ich muss da durch. Das hier sind erstmal die Scheine. Es sind exakt die gleichen Scheine wie letzte Woche, deswegen kommentiere ich die gar nicht mehr, außer dass die Hebel sich ja dramatisch verändert haben. War das letzte Woche noch eine, ich glaube, eine 25
Und das sind ja 20, ja. Waren die hier irgendwo im Bereich von, keine Ahnung, 18, 17, 18 oder sowas, ja. Jetzt sind sie wieder 27. Also es ist schon heiß. Es sind die gleichen Scheine. Ich möchte es mal so formulieren. Wir haben das 61er Retracement gesehen. Unterhalb des Bandes. Mehrfach gewesen. Ich hole es näher ran. Eingetaucht bis zur 20-Tage-Linie. Oberes Band dreht. Verleiht Vertrauen. Wir sind auf Tagessicht positiv über das MACD und positiv über die Stochastik. Wenn wir hier drüber schließen, das ist die 15.279, das ist die 20-Tage-Linie, drüber schließen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir sogar bis hier hochgehen. Wenn wir das nicht schaffen, wird er abprallen und sucht sich hier unten ein neues Standbein. Also, es tut mir leid, ich weiß nicht, was die Jungs nachher sagen. Ich habe vorhin eine Studie mal gereicht bekommen. Es ist eine namhafte amerikanische Investmentbank, die sagt, wir rechnen heute gar nichts mit Zinsen. Also, wir haben gar nichts, ein Viertel, ein halbes. Das ist master schwierig. Und selbst wenn ich wüsste, was er macht, ich sage es ganz offen, wenn ich wüsste, was er macht heute Abend, wüsste ich nicht, was das für die Börse heißt, denn es ist der Ausblick, der wichtiger ist. Also, Jungs, ich habe die Scheine, ich habe keine Position. Alles, was ich gekauft habe, da letzte Woche, Donnerstag, Freitag und Montag, das ist alles wieder raus. Commerzbank, Deutsche Bank, Lufthansa, was waren da noch? Allianz, das ist alles wieder raus. Ich bin erstaunlich glatt. Ich bin nicht gern glatt, aber ich bin erstaunlich glatt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und Wettebeute. Baba.